So, heute ist also das erste Türchen an der Reihe. Die Adventszeit hat begonnen und wir haben uns gedacht, wie kann man natürlich schöner die Adventszeit einläuten, indem man natürlich erstmal einen Adventskranz bastelt. Und das ist das Thema des heutigen Videos. Wir gehen einen Adventskranz basteln. Ich habe schon einige Sachen eingekauft, wir brauchen aber noch dieses Grünzeug und dafür gehen wir jetzt in den Wald. In the forest. Ja. Und was ganz sehr lustig ist, ist, dass wenn man bei Larissa rausgeht und in den Wald oder irgendwie spazieren, dass Snoop, die Katze, immer mitkommt. Der Kater, hallo? Und da hinten läuft er. Ja, laufen. Er schlendert hinterher. So, wie weit müssen wir denn gehen? Ja, du hast doch Augen, du siehst doch, wo was ist. Ja, er erhöht das Tempo. Aber jetzt sieht er, dass wir ihm Aufmerksamkeit schenken, deswegen geht er langsamer. Wir sind fast da an dem Platz, wo wir hier was abkneifen wollen. Und wir fühlen uns so leicht verfolgt. Ich glaube, da vorne sind die waren am besten, weil die am tiefsten waren. Ja? Dann ist er nicht so hoch. Da, und jetzt hast du uns gefunden. Und dann? Geh mal in den Kopf rein. Sei mal lieb. Halt mal. Hallo. Er hat sich gesetzt. Hä? Er hat sich. Der hat sich wirklich hingesetzt. Ja. Guck mal! Der legt sich jetzt aber nicht hin, oder? Find er gut. Ne? Endstation. Nee, das ist jetzt sein Korb. Der bleibt da drinnen. Wieso machst du so? Ja, weil du so einen dicken Ast direkt so abgezwackt hast. Zurecht, ja. Aber schön fand das trotzdem, ne? Ja. All this time away from you. Nicht gerade stehen. Klar, du musst ihn nur direkt hier runterstellen. Hier kannst du gerade stehen. Wir sind jetzt in der Werkstatt. Werkstatt. Ja, ist doch eine Werkstatt, guck mal. Das ist ein Werkzeugkeller. In der Werkstattkeller. Wir haben alles da. Wir haben ein Styroporreifen für den Adventskranz. Wir haben da ein bisschen Krepppapier, ein grünes, was wir vielleicht hier drum legen, wissen wir aber noch nicht. Wir haben ein bisschen Dekoration. Wir haben, wie nennt man das hier? Kerzenhalter. Wir haben Kerzenhalter, vier natürlich. Wir haben so Nadeln, die wir da so zwischen stecken, damit die Äste hier gut halten. Richtig. Und wir haben Kerzen, die natürlich auf den Adventskranz draufkommen. Und Draht,
und Heißklebepistole und alles an Werkzeug, was wir brauchen. Are you ready? Yes. Let's make the Adventskranz. Ich würde sagen jetzt. Weißt du, was das ist? Nein. Dauerschleife, würde ich sagen. So, was wir jetzt gemacht haben, wir haben die Äste drumherum gelegt. Wir sind mit so einem Draht drumherum gegangen. Und ja, jetzt sieht das Ganze so aus. Wir werden das jetzt noch ein bisschen sauberer machen, schöner machen. Und vor allem werden wir gleich hier diese nicht so grünen Sachen mit den Nadeln hier, die wir vorbereitet haben. Die werden wir hier noch ein bisschen aufhübschen, dass es ein bisschen schöner aussieht. Ne? Klar, der Kranz ist eigentlich soweit in seiner Nacktform fertig. Wir werden jetzt die Kerzen, ne? Ich würde erstmal die Kerzendinger da reinstecken. Ja, wundervoll, dann ist er ja fertig. Ja. Ganz schön schwer auch. So, das war das erste Türchen. Unser Adventskranz ist fertig und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Morgen gibt es das nächste Türchen. Das Video ist schon natürlich vorbereitet. Ja, habt einen schönen Tag. Bis morgen. Bis morgen.